Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz heute. Wir erwarten rund 10.000 Zuschauer am Sonntag. Wie bereits verkündet, Schiedsrichter wird Manuel Gräfe sein aus Berlin. Anstoß 13.30 Uhr. Ich begrüße den sportlichen Leiter Ruben Schröder, unseren Trainer Frank Kramer. Und Ruben, an dich die erste Frage. Steigt die Vorfreude auf den Sonntag so langsam an? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich meine, das haben wir uns auch in der Vorbereitung erarbeitet. Ich denke, dass wir gerade in den Testspielen gezeigt haben, dass wir vorbereitet sind. Ich denke, das ist eine gute Geschichte auch in Bezug auf Bielefeld, dass wir dahingehend top motiviert, hochkonzentriert in das Spiel reingehen. Und ich denke, man kann mit der Vorbereitung zufrieden sein, dass nicht alles perfekt läuft. Ich glaube, es ist ganz, ganz normal. Aber ich denke, nach dem Umbruch, den wir jetzt wirklich hatten, der ja auch gelebt worden ist, haben wir das gut hinbekommen. Ich denke, dass die Mannschaft hervorragend mitzieht. Ich habe, glaube ich, bis auf zwei oder drei Trainingseinheiten alle gesehen. Ist richtig Zug drin, ja, Akribie, Disziplin. Macht einen sehr guten Eindruck und jetzt sind wir einfach dran, die Vorbereitung so ein bisschen zu vergolden mit dem ersten Sieg am ersten Spieltag. Und das ist unser Ziel. Danke, Ruben. Frank, wie schaut es bei dir aus? Ja, wir sind natürlich auch froh, dass es losgeht. Ist ganz klar. Vorbereitung ist immer das eine. Der Wettkampf, wo es dann auch Punkte gibt, ist das andere. Alles, was bis jetzt abgelaufen ist in der Vorbereitung, diente nur dazu, eben einen entsprechenden Start dann auch hinzulegen. Ja, und es muss allen klar sein, dass das eine sehr zähe Angelegenheit werden kann. Ja, damit muss man sich auseinandersetzen. Man muss sich bewusst sein, dass es natürlich dann eine andere Situation ist. In der Vorbereitung, da kannst du drauf losspielen, da willst du dich zeigen. Aber in dem ersten Spiel, da muss sich die ganze Mannschaft zeigen. Da geht es nicht um einzelne Personen, da geht es um Erfolg oder Misserfolg. Und da hat man natürlich dann auch eine andere Drucksituation, mit der man klarkommen muss. In der Vorbereitung, wenn du mal ein Gegentor bekommst, dann ist nichts passiert. Ja, in dem Punktspiel kann es halt schon der entscheidende Auslöser sein in die eine oder andere Richtung. Also deswegen sind wir gut beraten, da hellwach zu sein. Wir sind gut beraten, da von Anfang an einfach richtig Stoff zu geben und zu versuchen, eine richtig gute Leistung zu bringen, weil die wird absolut vonnöten sein, wenn wir am Sonntag drei Punkte einfahren wollen. Das haben auch die Testspielergebnisse von Arminia Bielefeld zum Beispiel auch gezeigt. Wird ja immer so ein bisschen angesprochen, dass wir sieben Siege hatten in der Vorbereitung. Bielefeld hatte auch keine Niederlage. Auch gegen Mannschaften wie PSV Eindhoven, die internationales Renommee haben. Also ich glaube, man ist gut beraten, jetzt es einfach hinter sich zu lassen, die Erkenntnisse daraus mitzunehmen und einfach Vollgas in das erste Spiel reinzugehen. 3:3, Halbzeit 3:0 für Bielefeld. Danke, Frank. Auch in der neuen Saison bitten wir um kurzes Handzeichen für die Fragen. Der Kollege reicht dann gerne das Mikro. Kurt. Als Sie sich das erste Mal mit Arminia Bielefeld beschäftigt haben, wie viele Spieler waren Ihnen da im Begriff? Alle. Ja? Ja. Weil ich natürlich auch letztes Jahr Drittligaspiele geguckt habe. Und da war unter anderem zweimal Arminia Bielefeld dabei und die haben sich natürlich punktuell verstärkt, ne, mit zum Beispiel Petersch von Braunschweig, ja, oder Fieser von Sandhausen, die man natürlich auch kennt. Und deshalb alle. Aber würden Sie mir zustimmen, wenn man sagt, dass Ihre Mannschaft nominell schon deutlich stärker aufgestellt ist? Ja. Das ist das Blatt Papier und die Praxis ist draußen, was auf dem Platz abgeht. Wobei man schon auch sagen muss, das ist natürlich eine verdammt eingespielte Truppe, auch vom letzten Jahr. Das muss man schon auch sagen. Also da, die mussten nicht groß an Mechanismen feilen, ne, weil die waren ja schon da. Martin Funk. Spielt denn der vielbesagte Heimfluch noch eine Rolle oder ist der nach zwei Freundschaftssiegen zu Hause auch kein Thema mehr in der Ansprache, weil es letztendlich auch nur verkrampft vielleicht? Ja, spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil ich denke, neue Mannschaft, ja, die sicherlich, die neuen Spieler, ja, die kommen ja aus anderen Vereinen, wo es sicherlich keinen Heimfluch gab und die
Spieler, die vom letzten Jahr noch da sind, ja, die werden so oder so alles dafür tun, dass man den ersten Sieg einfährt. Ich denke, man sollte immer die Chance auf Erfolg sehen und nicht irgendwelche Dinge mit ins Spiel bringen, die in der letzten Saison irgendwo mit Misserfolg verbunden waren. Florian. Wolle Hesel ist der neue Kapitän. Warum ist er der perfekte Mann dafür? Ja, wir wollten halt da einfach auch einen Neustart machen. Ja, und der Wolle hat sich für einen Neustart dann eben angeboten. Ja, das, ich denke, wird akzeptiert. Er hat gute Leistungen gebracht. Ja, er ist, wenn er die Leistung auch erbringt, die er erbringen kann und die er auch in der Vergangenheit gebracht hat, ja, dann ist er da auch gesetzt irgendwo in gewisser Weise, nur natürlich unter dieser Prämisse. Ja, und ist halt auch einer, der, wie gesagt, der einen Neustart macht, der auch Initiative in jeder Situation immer schon auch ergriffen hat. Und deshalb perfekter Mann, aber nur mit der Unterstützung aller anderen. Große Stärke von Bielefeld ist ihr Konterspiel. Sie haben das auch explizit trainiert eigentlich mit diesen überfallartigen Kontern. Hat die Mannschaft das so umgesetzt, wie sie sich das vorstellen? Und wie schwierig ist dann diese Vorgabe, Vollgas zu geben, aber eigentlich irgendwie Vollgas gebremst oder mit Kopf zu geben, um eben nicht ins offene Messer zu laufen? Also zum einen ist es so, dass man halt, um auf die zweite Frage erstmal zu kommen, ich kann ja Vollgas geben und kann trotzdem Ordnung hinterm Ball haben. Ja, und wenn ich da nahe genug dran bin, dann kann ich durch ein Gegenpressing, durch ein geordnetes Gegenpressing, das auch verhindern, dass der Konter schon rollt. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich gefälligst diese 70, 80 Meter im Vollsprint Richtung eigenes Tor zu gehen. Und das ist was, was wir eben da auch ein bisschen simuliert haben. Ja, aus einer Angriffssituation bei einem Ballverlust, das lässt sich auch nicht vermeiden, dass man hin und wieder mal einen Ballverlust hat, dann eben sofort den Weg zum eigenen Tor zu finden und das möglichst alle. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Mannschaft das im Training wirklich gut gemacht hat. Ja, es hängt natürlich aber trotzdem von der Laufbereitschaft und von der Aufopferungsbereitschaft im Spiel dann ab. Ja, und das sind jetzt natürlich Wege dann, die man da machen muss, wenn der Konter mal läuft. Und man konnte es vorher nicht verhindern, dann sind es natürlich Wege, die schon auch mal ein bisschen wehtun. Und diese Wege muss man einfach gehen. Ja, das weiß man, das weiß die Mannschaft. Und demzufolge erwarte ich, dass wir das natürlich auch entsprechend umsetzen. Also es ist, im Prinzip ist es da in drei Phasen, die Konter. Verhinderung ist in drei Phasen eingeteilt. Habe ich den Ball, kann der Gegner nicht kontern. Ja, also das heißt, wenn ich sicher kombiniere, ja, komme ich zu Möglichkeiten, ohne dass ich groß Kontergefahr laufe. Zweiter Punkt, wenn ich das Gegenpressing entsprechend bei einem Ballverlust initiiere, dann ist es auch möglich, den Konter eben erst gar nicht entstehen zu lassen. Und wenn er aber läuft, dann gibt es nur eins, Vollsprint zum eigenen Tor, das ist dann die dritte Phase. Und die haben wir alle drei eben versucht, ausgiebigst auch, oder die Mannschaft darauf vorzubereiten. Kurt. Noch eine Frage zu Baba. Da hieß es ja, dass ihr nicht so schnell regenerieren kann momentan. Ist es eine Geschichte, wo man jetzt von Woche zu Woche gucken muss, oder wo sie jetzt schon sagen können, nein, da braucht jetzt ein paar Tage und dann hat er es wieder drauf? Also bei den Werten kann ich mir nicht vorstellen, dass es in ein paar Tagen geht. Also man muss schon gucken, also natürlich, wir haben ja auch Interesse dran, ne, dass wir den Zeitraum möglichst kurz halten, das ist schon klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, im Vordergrund steht der Körper des Spielers. Und das ist natürlich schwierig, da präzise Vorhersagen zu treffen. Natürlich werden wir irgendwo, also wir haben ja schon so einen Zeitraum mal von 2-3 Wochen jetzt aufgemacht, wo irgendwo Regeneration im Vordergrund stehen sollte. Wenn das Ganze in 1,5 Wochen oder in 2 Wochen geht, dann sind wir froh. Und wenn es 3 Wochen braucht, dann haben wir in den sauren Apfel zu beißen und haben ihm diese 3 Wochen zu geben. Ja, weil ansonsten er einfach auch nicht in die Verfassung kommen kann, wo er der Mannschaft auch hilft.
ja, und wo er selber gefahrlos, was vorher schon angeklungen ist, Vollgas geben kann. Kurt nochmal. Und wie erklären Sie sich das? Also haben die dann einfach bei der WM, haben die zu wenig regeneriert, haben die falsch trainiert? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Der Baba, der ist jetzt im Prinzip die Winterpause war ja in der Bundesliga sehr, sehr kurz. Das war, glaube ich, eine gute Woche. Ja, also das heißt, er hat letztes Jahr seine erste Profisaison gespielt. Ja, und das in Deutschland. Also auch für ihn unbekannt von der Intensität her. Ja, das ist normal für einen 18-Jährigen schon mal ein ganz schönes Brett. Und dann hat er kaum eine Winterpause gehabt. Ein bisschen mehr als eine Woche reicht da nicht zum Regenerieren und musste jetzt seit Anfang Januar bis jetzt Mitte Juli musste er durch. Und in der Phase, wo andere sich regenerieren, hat er ein Turnier gespielt, wo er alle 3 Tage gefordert war. Und das ist natürlich was schon allein vom Mentalen her wahnsinnige Ausschüttungen zur Folge hat. Das ist Stress pur. Ja, und dann sind es K.O.-Spiele noch dabei und so weiter. Also das ist normal, dass du da müde bist hinterher. Ja, das hat überhaupt nichts mit dem Training zu tun, das kann ich gar nicht beurteilen. Und das möchte ich auch gar nicht. Da möchte ich niemandem was unterstellen, sondern das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn man über jetzt 6,5 Monate Vollstoff gibt, ja, und vorher ein halbes Jahr lang mit einer Woche Urlaub auskommen muss. Ich glaube, das weiß jeder Arbeitnehmer, dass es dann irgendwann mal schwierig wird. Man stößt an Grenzen und dann ist man nicht mehr belastbar. Philipp? Was wünschen Sie sich? Was soll Ihre Mannschaft über die Saison auszeichnen? Ja, dass man auf dem Platz einfach so auftreten, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, das hat mir gefallen. Ja, die haben wirklich alles gegeben, die haben schnellen Fußball gespielt, die waren immer auf dem Sprung, auch nach vorne zu spielen. Ja, die haben trotzdem gemeinschaftlich verteidigt, ja, die haben viele Tormöglichkeiten rausgespielt. Ja, das stehe ich ja nicht allein da, ich glaube, das wünscht sich jeder Trainer. Sonst noch Fragen? Martin? Fast jeder Ihrer Kollegen hat Fürth auf der Rechnung bei den Aufstiegsfavoriten. Ist das das übliche Pfeifen im Walde vor der Saison, weil man den Gegner ein bisschen stark machen möchte, um abzulenken von sich selber? Oder ist es einfach der Respekt, den man sich durch die Verpflichtungen und die Vorbereitung eingeheimst hat? Boah, das ist schwierig zu beurteilen. Müssen wir jetzt bei den Kollegen nachfragen. Aber ich denke, dass so eine Standardantwort auf so eine Frage, ja, normalerweise auch bei mir wäre, naja, in allererster Linie die Absteiger. So, damit sind schon mal Düsseldorf und Fürth im Boot. Ja, vielleicht auch ohne explizit genannt zu werden. Also ich denke, das ist ganz normal, dass man als Absteiger, egal ob typischer oder weniger typischer Absteiger, in diesen Favoritenkreis erst einmal hinein interpretiert wird. Aber da kann ich nur noch mal dazu sagen, ich glaube, wir waren kein typischer Aufsteiger und wir sind auch kein typischer Absteiger. Das haben wir uns jetzt alles in dieser Saison wieder zu erarbeiten. Ja, und wenn es dann nächstes Jahr von den Kollegen heißt, die muss man auf der Rechnung haben, dann haben wir dieses Jahr einen guten Job gemacht. Bitte? Ja, da ist ja die nächste Umfrage wieder. Gut, alle Fragen beantwortet. Dann vielen Dank. Zur Information, die Stadionöffnung ist künftig 90 Minuten vor dem Spiel. Also nicht wie bisher 2 Stunden, sondern 90 Minuten vorher. Und dann öffnet natürlich auch der Presseraum, wobei wir hier schon ein bisschen vorher natürlich offen sind. Ansonsten guten Appetit, schönes Wochenende, bis Sonntag. Applaus